jetzt diesmal nicht mit den Neuesten an, wir fangen mit den Ältesten an. Ja, weil die armen Leute. Schüler, es gibt Leute, Digga, wir haben noch nie auf die reagiert, die armen, Digga. Arme, ja. Seit 4 Monaten, Digga, der Mann hat einen Ballungsantrag, wir haben keiner mal darauf reagiert, ja. So. Wie lange bist du noch live? Wie lange bist du noch live? Ja, tu, was sagt ihr zu Wuhan, Pumping King, bitte Uhren. Hä? Alle, könnt ihr mich bitte entbannen? Ich schwöre, Walla, ich werde nie wieder eine Beleidigung schreiben und euch nicht spammen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich sehe ihn ein und ich weiß nicht, warum ich überhaupt die Beleidigung geschrieben habe. Denn ihr seid auch nur ganz normale Menschen hier. Hiermit möchte ich mich nochmal entschuldigen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ja. Was sagst du? Ja, kann ich anders. Ich wollte aber, ja. Der ist zwar durch, aber... Der hat immer gespammt, der Mann, hey. Ja, wir kennen ihn. Kommst du aus Bonn. Ja, okay, wir geben ihm eine Chance, Digga. Man muss auch Profit von diesen entbannten Leuten ziehen, Digga, wichtig. Vielleicht würde... Ja, alles gut, Digga, das ist Quatsch. So geht nicht, Digga. Ich hab Eigenwerbung und es tut mir leid, ich sehe meinen Fehler ein. Und das war nicht okay. Von mir aus würde ich mich freuen, wenn ihr mich entbannen würde. Sagst du, Digga, das ist Quatsch eigentlich, ne? Ah, entbannt kann man nicht. Sowas hat eine zweite Chance verdient, weißt du? Es gibt Leute, die haben wirklich... Aber warum geht man bei anderen Streamern rein und fragt, ob Zuschauer dann Follow lassen können? Ich schwöre, das klappt eh nicht. Ne? Ich fick mich, wenn das bei jemandem mal erfolgreich war. Ich hab keine Ahnung. Egal, komm, wir lassen den Mann eine Chance. Aber den kann man entspannen. Komm, den Mann lassen wir, okay. Hast du eigentlich Big Black Cock? Hast du eigentlich Big Black Cock? Guck, so ein, der muss gebannt bleiben. Da steht so, er schreibt danach. Da muss man eigentlich schreiben, frag deine Mutter. Fertig. Als Antrag schreibt er, wollte nur seine Größe wissen. Alles gut, Digga. Aber du bläst mir ein, du kleiner Fett. So ein zum Beispiel. Boah, man auch nicht. Doch, sorry, das war autokorrekt. Nein. Boah, man nicht entspannen. Autokorrekt, Digga, perfekt. Ich hab gestern auch schon zu jemandem gesagt, ne, er hat mir geschrieben, mir was mit Autokorrektur. Ich so, Bruder, Digga, diese Autokorrekturen sahen ziemlich, ehrlich. Ich hab dann zu ihm gesagt, mach deine Korrektur aus. Digga. Ist so. Digga, was lad? Autokorrektur. Oh nein, ihr Knecht. Warum habe ich für den Satz nein, Knecht einen Bann bekommen? Das ist eine Beleidigung, das war einfach nur Ironie. Boah. Ey, Bruder, das Ding ist, guck mal, du kannst nicht einfach zu irgendwelchen Streamern gehen und sowas schreiben, vor allem wenn man dich nicht kennt, Digga. Jo. Das geht nicht. Jo. Das geht nicht. Du, man muss sich doch erstmal kennenlernen, dann kann man vielleicht machen, so, da kann man vielleicht so Witze machen mit, haha, du Bastard. Dann noch erste Nachricht. Ja, aber nein. Das ist Quatsch. Digga, ich würde sagen, komm, wir lassen ihn eine zweite Chance. Ja, okay, komm, mach mal. Komm, wir geben ihm eine zweite Chance. Wir geben ihn einfach, komm. Tau raus mit dem Schwarzen. Ja, so ein Bruder, tut mir leid, bin selber schon. Alles gut. Alles gut, Digga. Schreib mal, Alter. Schick deinen Ausweis, dann glaube ich dir. Du Peach. Yalla, weg. Hallo, ich wurde ohne Grund, glaube ich, gebannt. Ja, doch, wenn er lügt auch noch. Ja, das ne? geht nicht. Wenn jemand auch noch lügt, das ist das Heftigste. Tau du Peach. Digga, weg. Wurde ohne Grundglaube gebannt. Glaube aber. Ne? Glaube. Glaube ist nicht Wissen, Cousin. Ja. Wissen ist besser als Glauben, Digga. Wichtig. Weisheit des Tages. Hast du ein Viewerbot? Wie real 100 Viewer? Der Typ Viewerbotet safe. BBC, hä? Ja. War früher dumm. Mehr gibt's nicht zu sagen. Du lädst ja immer noch dummer. Nein, aber kann sein, dass er jetzt intelligenter geworden ist. Ja, genau. Kann sein, man weiß aber nicht. Angabe ohne Gewehr. Ich weiß nicht. Wir gucken. Lass mich jetzt wissen. Seinen Namen bitte müssen wir merken, Digga, wie der sich verhält. Vielleicht ist er schlau geworden, vielleicht ist er aber immer noch ein Lolli-Lolli-Lollipop. Warum jackst du immer? Ihr seid beide schon stabile Negros geworden, vor allem nachher. Ja, alles gut. Bro, ich bin schwarz. Alles gut, Digga. Cousin, mach das. Aber ihr Karriere ist auch vorbei, aber dann kommt was? Vorbei, ihr Hunde. Hab ich gesagt, ist seine Karriere ist vorbei oder du? Kann sein, vielleicht, keine Ahnung. Ja, aber ist auch vorbei. Sag mal ehrlich, ist die Karriere ja, vorbei? Ist doch vorbei. Sag mal, ist Karriereende der Mann. Lass doch drin, AMK, sofort an. Er hat bei Real gespielt, jetzt spielt er bei Fenner. Das ist Karriereende. Ist so. Was geht, Bro, du fetter Hund? Muruk, tut mir leid, dass ich dich beleidigt habe. Feier euch. Hab nur mega aufgeregt, weil du nicht geantwortet hast. Heb mal bitte auf Kuss auf der mein Dich, weil ich bin nicht fett. Was sagst du? Wie? Also, Ansichtssache, ne? Ansichtssache. Ja, okay, Ansichtssache. Ich kann das nicht geil. Nein, kann aber auch du sein. Komm, heute gebe ich den Leuten ein bisschen mehr Chance, ehrlich. Sonst wir sind immer knallhart. Also, ich bin nicht mal auch knallhart. Ich schwöre, knallhart. Weg. Das ist Quatsch. Warum seid ihr keine Moslems? Ihr könnt ja glauben, was für euch, aber Islam ist das einzig Richtige. Weg! Alles gut, Bruder. Yalla, weg mit dir, Cousin. Alles gut, Bruder. Du Nigger, doch, ich meine Digger. Alles gut, Digga. Da verpisst euch. Du Huren, entbann mich. Ich meinte die Non-Subs. Hey. Auch weg.
Du Nonsop, Digga, was labert der Junge? Tapette Negros, ja, Digga, weg, 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 mach auf, weg, weg. Die Leute müssen gebannt werden, Digga, das geht so nicht. Manche sind so frech. Das sind so 12, 13, 11-Jährige, Digga. Solche Leute sind das, ne? Das müsst ihr euch vorstellen. Ja, der hat dich doch immer verarscht mit ja, 75 Euro und du denkst, Digga. Das ist was Persönliches. Und der hat das so lange durchgezogen. Das ist was Persönliches. er hat so viele Accounts gemacht, Digga. Ja, der kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst, Digga, ehrlich. Bro, hab nichts gemacht, hab einfach nur das Sieg von Kapital nicht gefeiert und davor wollte ich euer Gewicht nachgucken. Bitte entsperrt mich. Sag mal seine Nachricht vorher. Könnt ihr mir eine PS5 schenken? Die neuen Pizzen sind schon draußen. Nathan, der Dickerchen, mein Teddybär. Wie viel wiegt Nathan? Wiege, Gewicht, Gewicht. Da schreit, geh klein, geh groß. Der wollte ja unbedingt herausfinden, Digga. Hat er die privat geschrieben, Blair? Glaubst du? Glaub mir, die neuen Entbannungsanträge sind die heftig. Die werden der Burner wie Tina Turner, Digga. Bimbo, irgendwas. Ja, weg. Das ist gut, Digga. Wer kommt nicht mehr. Da kann ich entspannt werden. Bruder, da braucht man gar nicht durchzulesen. Da kannst du direkt ablehnen. HS. Taubenblatt. Ja. Sorry, Mann, es ging gerade im Video um die Nachricht. War nicht so gemeint. Hä? Hä? Ah, das ist schon lustig. Hä? Da hab ich jetzt gelacht, ne? Digga, ich höre das. Hab ich kurz getroffen, ich sag ehrlich. Alles gut. Snigger, Digga, den hat Entschuldigung, die Nachricht war auf den Rapper Snagger, oder? Nein, das I ist oben rechts. Digga, was haben wir mit Snagger zu tun? Du taust Snagger. Weil der ist auch kreativ mit seiner Lüge. Ja. Der Mann, der versucht alles. Ich liebe eure Streams, bin aber nicht so aktiv im Chat und kannte den Rapper nicht. Und ich fand halt seinen Namen lustig. Alles gut, Bruder. Alles gut, macht das schon. Sag, schreib mal, lach weiter über seinen Namen. Schreib mal, lach weiter über seinen Namen. Da alles gut, ja. Bruder. Der nächste, so. Tom Blair. Oh mein Gott, eckig hab ich euch gefunden. Ja, ja. Blair sah Schisser. Das ist auch schon persönlich, Blair, Digga. Hater. Blair sah Schisser. Zello Schisser, ihr traut euch nicht gegen einen 14-jährigen Getalk. Was ist los mit euch? Wer ist das denn? Hä? Leute, wir haben also einen Feinde, die Zello, beiden, ne? Blair? Die beiden wollen gepackt Statement, werden. Digga? Alter, ehrlich, heftig. Der wollte euch unbedingt. Ja, was up, Mann? I-G-E. Alles gut. Okay. Ich hab's meinen Freund grüßen, der echt sie kennt im Drecksmord. Wer? Moin, Meister, sorry, Mod, mach er nicht mehr. Habibi, ich küsse dein Auge, wenn du ein Band so. Sorry, Walla. Batman FPS-Vergleich, Batman FTS-Vergleich. Boah, weil das muss jetzt Blair entscheiden. Ja, Blair, ich würde auch sagen, Blair entscheid du, Digga. Willst du, dass dein Mann gesperrt wird oder nicht, Digga? Nein, ja, okay. Auflegen. So, das okay. Reicht. Ja, das ist, warte, wir machen noch einen. Ja, okay. Wie viel hat das T-Shirt gekostet? Weiß einer, wo Michel ist? Blair, du. Blair, was ist los, Digga? Was sollen die Leute von der Hänger, Digga? Der hat ja nicht mal vorher einen Time-Mode oder so. Guck mal, wie schnell das geht. Das ging ganz schnell, ne? Digga, das ist nicht mal 10 Minuten Sache gewesen. Krass. Der Mann war gebannt, Digga. So ein Ding ist das. Sorry, Blair hat einen schlechten Tag. Sorry, ja. Der hat sowas. Alles gut. Ja, das reicht. Ich würde sagen, das war's, Digga. Das war jetzt erstmal Spannung. Wir haben auf jeden Fall noch einige. Wir haben auch einige haben wir noch, Digga. Die machen wir nächstes Mal auf jeden Fall durch, die Digga. Auf jeden Fall auch. Guck, ihr seht, was die Leute uns schreiben, Digga. Crazy. Die haben alle Realitätsverlust. Schaden. Crazy. Schaden, wie kann man. Scheiß drauf, macht keinen Sinn.